Moin moin Leute, willkommen zu einem weiteren Let's Play GTA 2. Wir sind heute auf Barcelona im Rennen. Wir machen das Rennen und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie wir uns schlagen. Ja, die Formationsrunde will ich überspringen. Wer braucht bitte schon die Formationsrunde? Grüne Flagge, grüne Flagge! Ja, ich weiß, ich bin zu früh gestartet. Wen interessiert's? Wir wollen einfach nur nach vorne. Ihr gebt nicht genug Gas. Ey. Das war mein Kotflügel. Ich werde ordentlich fahren, zumindest sofern es mir möglich ist. Und, ja, genau. Sofern es mir möglich ist. Alter! Ja, komm! Jetzt gib doch Gas, Junge! Oder soll ich dich überholen? Meter. Ja, unprofessionell überholt. Tut mir leid, wenn ich euch da hinten aufhalte. Macht nichts. Egal, so, jetzt reicht's mir aber. Jetzt überhole ich. Ab auf die Zielgeraden. Das Rennen können wir, wenn es im Cockpit sich fahren. So! Da hätte ich mich jetzt fast verballert. Warum wollte ich eigentlich auf den zweiten Gang runter? Da kann ich doch schon im dritten Gang fahren. So, und jetzt voll durchstarten. Das können wir ziehen. So, jetzt können wir ganz bequem in Ruhe fahren und haben null Probleme. Ja, wir haben, glaube ich, keine Ahnung, wie viele Läufe haben wir. Ich glaube, wir haben 10 Läufe in der Saison. Wir fahren ja gerade die Saison 2003. Und, in der Saison 2004 sind es, glaube ich, sogar 11 Läufe. Also hier Rennen. Oh, da habe ich mich jetzt verschätzt. Ne, auf jeden Fall, wie gesagt, das werden dann, wenn ich richtig gerechnet habe, 20 Videos. Ich werde auf jeden Fall die 2004er Saison, denke ich mal, auch machen. Dann werden es 22 Videos. Je nachdem, wie lang die werden. Ich werde, wie gesagt, nur die 10% des Rennens machen, weil was würde es sich lohnen, wenn ich dann über einstündiges Video mache, wie ich hier am Rennen fahren bin. Vor allen Dingen von GTA 2. Klar, es gibt bessere Rennspiele mittlerweile wie Formel 1, aber das liegt mir nicht. Race Driver Grid ist auch nix. Ja doch, Race Driver Grid ist zwar was für mich, werde ich auch let's playen, aber hier, das ist DTM Race Driver 3. Ist definitiv nix für mich. Da bleibe ich dann doch lieber hierbei. Und fahre hier meine einsamen Runden auf diesem Spiel. Mehr oder weniger. Ach ja, ich bin gespannt, wann wir diesmal unsere Gegner einholen werden. Also die als letztes gestartet sind. Ich meine, hallo, wir sind schnell unterwegs. Unten links ist die Treibstoffanzeige. Wir kamen für 13 Runden Treibstoff. Oben links ist die Anzeige, wie viel Platz wir sind und wie viel Abstand wir haben zum zweiten. Rechts oben ist dann die Rundenanzeige und die, wie heißt es, die Zeit, die wir gerade fahren.
wie unsere beste Runde bisher war. Wenn wir durchs Ziel fahren, natürlich auch dann die Zeit, die wir gefahren sind, wie viel Zeit wir dadurch verplempert haben oder wie viel wir gewonnen haben. Und ja. Jetzt habe ich mich gerade mal voll verkalkuliert. Oder auch nicht. Okay. Hätte ja sein können, dass ich mich gerade mal voll fett verfahre. Uiuiuiui. Da habe ich aber Glück gehabt. Mehr als nur Glück. So. Ich muss mich so im Cockpit konzentrieren, dass ich eigentlich gar nicht selber schalte. Von der sich gesehen. Im Qualifying ist das Einzige, wo ich schalten kann. Ach, guck mal an, da hinten sind sie noch. Ganz rechts waren sie. Dann ist ja gut. Meine lieben Freunde, ich komme euch besuchen da hinten. Na komm, schalt runter. So, hier war das gerade. Bin mal gespannt. Ich denke mal, wahrscheinlich, wenn ich richtig gerechnet habe, werden wir sie in der 5. oder 6. Runde werden wir sie überrunden. Denke ich zumindest. Ich glaube, ich habe die Fahrernamenanzeige noch gar nicht eingeblendet. Also eingestellt auf eine Taste. Früher waren die eingestellt. Ich habe zwischenzeitlich auch mal auf dem Controller das Spiel gezockt. Ja, das geht auch beim Controller. Allerdings ist die Sensibilität bei diesem Spiel dann mit einem No-Name-Controller dann dementsprechend ziemlich hoch eingestellt. Kann man, glaube ich, auch runterstellen, aber ganz ehrlich, ich bin zu faul dafür. Von der sich gesehen. So, ich bin zwischenzeitlich, wenn ich sehe, bin ich am selber schalten. Und den Vorgänger hab ich mal gehabt. Aber irgendwann hat er irgendwie komischerweise nicht mehr funktioniert. So dass ich dann eigentlich weggeschmissen habe. Was ich eigentlich hätte nicht tun brauchen, wenn ich mir eigentlich lediglich nur den Crack gezogen hätte. Weil irgendwie hat er ja nicht mal mehr die Disk gestartet. Oder sonst CS. Naja, egal. Wow. Ich habe auf jeden Fall mal den ersten Teil gehabt. Jetzt allerdings nicht mehr. Ich glaube, der erste Teil ging auch. Wow. Jetzt habe ich mich voll verkalkuliert. Ich glaube, der erste Teil ging auch, glaube ich, nur auf Windows 98, 2000 und XP. Auch ja, wenn Windows 7, was ich gerade habe, nur lediglich eine XP-Erweiterung ist, aber nicht alle XP-Spiele von damals funktionieren auch auf dem Windows 7-Rechner. Nicht alle, aber die meisten. GTA 2 war so ein Spiel, was natürlich nicht jetzt funktioniert hat. Und ja, wir haben unseren ersten Gegner da vorne eingeholt. Es ist ein Audi. Der hat aber auch nicht wirklich eine Chance gegen meinen Ferrari. Von der sich gesehen. Ja, sagte ich ja. 5. oder 6. Runde. In diesem Fall ist es die 5. Entschuldigung, ich muss da mal vorbei. Danke. Willst du mich jetzt natzen, dass da drüben Lister Storm ist? Nee, ich glaube nicht. Das ist irgendein anderer Wagen. Auf jeden Fall dürfen wir gleich tierisch aufpassen. 3 Audis. Ui, da habe ich den Wagen aber noch gut unter Kontrolle gekriegt. Schön überholt. Entschuldigung. Red Bull Team. Lass mich vorbei. Danke. Nicht auf dem Rasen. Warum wollte ich im dritten Gang durch diese Kurve? Ich kann im dritten Gang gerade mal nur aus der Kurve raus beschleunigen.
So, da hinten. Oha. Ja. Ich fahre gerade mal den größten Schrott zusammen, weil ich mich vernünftig konzentriere. Egal. Macht nichts. Ich werde gleich mal wieder Cockpit sehen, also hier, wie heißt es? Außenansicht fahren. Weil. Ist aber ganz schön. Sag mal, ist meine Front beschädigt oder warum sieht das so schwarz aus da unten? Egal. Da ist der nächste. Na, wo ist eigentlich die Lotus Elise? Das ist auf jeden Fall ein Ferrari 360 Modena, wenn ich das jetzt richtig sehe. Yep. Ferrari 360 Modena. Der nicht gerade sehr leistungsstark ist, im Gegensatz zum 575 GTC. Wie man ja sieht. Das Schöne ist, man kann das so schön sehen, wie man fährt. Wow. So. So wie hier. Haarscharf am Rand vorbei. Oder auf dem Rand. Ja, genau, auf jeden Fall. Eigentlich hättest du schon... da hätte ich selber schalten müssen. Weil er hat zu spät... auf den zweiten Gang runtergeschaltet. So, oh, da ist mir hinten jemand reingeknallt. Das sieht man sofort, dass hinten schön verbohlt ist. Uha. Macht nichts. Unser Auto ist ja noch heile, von der sich gesehen. Warum wir uns darum ja eigentlich gar keine Sorgen machen. So, da drüben ist wieder ein Audi, so wie ich das sehe. Oder ist das ein Opel? Das ist ein Porsche. Lol. Der 911 GT2 ist das. Entschuldigung. Muss da mal vorbei. Lol. 150 Sekunden. Millisekunden wohl bemerkt. Oh, wir sind schon in der 8. Runde. Alter. Da geht's so schnell, dass ich gar nicht gucken kann. Uiuiuiuiui. Aber jetzt habe ich Zeit verplempert. Okay, jetzt habe ich definitiv Zeit verplempert. Weil wäre der nicht da gewesen, hätte ich im vollen Durchzug die Kurve nehmen können. Oha. Der war sehr schön. Ah, das sind fast 400 Sekunden, die ich verplempert habe. Egal. Alter! Der war eigentlich ziemlich riskant, was man eigentlich im echten Rennsport gar nicht machen darf. Ich
würde sagen, dafür hätte ich glatt eine Strafe kassiert. Aber hätte er einmal einen Schlenker gemacht, wäre er weg gewesen. Autopalast, auf jeden Fall. Uah. Total verpleppert hier die ganze. Entschuldigung, ich muss mal vorbei. Uah. Der war harscher. Wow. Super überholt. Und das noch im zweiten Gang. Nicht so wie vorhin. Wo ich denn, dann in den ersten Gang geschaltet habe wieder. Das ist zum Beispiel... Wow. Genau deswegen fahre ich eigentlich lieber im dritten Gang durch solche Kurven durch. Statt im vierten. Egal. Passt schon. Können wir schon schaffen. So, wir haben nicht mal eine Sekunde. Okay. 970. Ich weiß zwar nicht, wen wir alles überrundet haben. Wow. Haben wir doch noch ziemlich gute Wagen unter Kontrolle gehabt. Alter Vater, da hat's mich weggehauen. Passiert eigentlich auch selten. Alter, und 41 Sekunden. 41 Sekunden habe ich aber auch nur deswegen rausgeholt, weil ich zum größten Teil Außenansicht gefahren bin. Außenansicht kann ich nur mal am besten fahren. So bin ich nun mal. So. Auf zum Endspurt. Die letzte Runde. Ich denke mal, ich werde da wahrscheinlich im Cockpit sicht genauso wie im Qualifying letzten Sonntag. Wie heißt es? Dementsprechend im Cockpit sicht dann ins Ziel fahren. Oh, da ist jemand reingefahren. Glaube ich gemeint gehört zu haben. Jo, hier vorne stehen sie doch. Was für ein Sieg. Grandios. Das hast du wirklich klasse gemacht. Glückwunsch aus der Box. Danke. Naja, fahrt ihr mal. Ich werde auf jeden Fall definitiv... Entschuldigung. Ich muss mal vorbei. Danke. Aua. Entschuldigung. So. Auf in die Box. Wir haben es geschafft. Wir haben das Rennen gewonnen. Entschuldigung. Gib doch Gas. Uiuiuiuiui. Ui, der Porsche 911 GT2 ist gar nicht mal... Gar nicht mal so schlecht, sehe ich gerade. Der kommt mir im Rückspiegel. Der hat die ganzen Audis überholt. Sofern er überhaupt so weit hinten war. Macht ja nichts. Ist ja in dem Sinne auch. In dem Sinne ist das ja auch egal. Da gucke einer an. Da haben wir einer der weiter vorderen platziert. So, das hätten wir geschafft. Wir haben das Rennen gepackt und ja.
abwarten, was uns dementsprechend erwartet im nächsten Rennen. Halt auf den Boxenplatz. Auf den Boxenplatz achten. Ja, ja, halt die Klappe. Abwarten, was uns dann im nächsten Rennen erwartet. Lass mich da mal hin. Fang jetzt an zu bremsen. So, wir haben es definitiv geschafft. Und wir haben unsere ersten Punkte. Unsere ersten 10, um genau zu sein. Ja, würdest du mal bitte weitermachen? Ja, da ich gerade nicht wusste, ob er das überhaupt aufgenommen hatte. Egal. Wir haben auf jeden Fall unsere ersten 10 Punkte. Und, wow, Maranello ist hinter uns als Zweiter ins Ziel gekommen. Das ist schön. Salen S7 hier, der Salen Mustang SE, Listerstorm, Salen Mustang, Alter, die ganzen Porsche sind da hinten. Oh, Seat Toledo, oha, wie viele BMWs haben wir dabei. Nice, also wir haben schon ordentlich Autos bei uns. Wir gehen mal weiter, das wird auf jeden Fall, oha, die Strecke. Ich liebe sie, nein. Auf jeden Fall werden wir definitiv beim nächsten Mal auf Magni-Kurs fahren. Einer meiner Hassstrecken. Aber die schlimmste wird ja noch kommen. Die England. Die England-Strecke. Oh, ich werde die England-Strecke so hassen. Aber naja, man kann ja nicht, nicht jede Strecke lieben, ne? Man hat so seine gewissen Strecken. Und ja, dementsprechend werden wir es mal gucken. 1,35 sollen wir schaffen. Naja, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal, Leute. Have fun.